So, Runde 2, Faltenwurf im Raum. Ich habe mich, wie gesagt, für den Faltenwurf, den wir letztes Mal angefangen haben, so entschieden, dass ich den Faltenwurf in einen Raum reinsetze. Und da kann man immer schon wieder mal die anderen Sachen, die wir schon gelernt haben, kann man ja gleich anwenden. Aber es geht im Großen und Ganzen geht es wirklich um den Faltenwurf. Und bei dem Faltenwurf ist es eben so wirklich, dass man lernt zu modellieren. Ja. Also man sieht so viele Falten, ja, dass man, die werde ich nicht alle zeichnen. Deswegen blinzle ich immer ein bisschen und wenn ihr die Augen zukneift, dann reduzieren sich die Details. Ihr seht wirklich die großen Bezüge und ihr könntet eigentlich den Faltenwurf so zeichnen, wie ihr ihn jetzt mit blinzelnden Augen seht. Wenn ihr aufmacht, dann seht ihr also viel, viel mehr Details. Aber wir werden jetzt einfach mal versuchen, weiterzukommen. Und ich möchte heute das Bild zu einem Ende bringen, der mich soweit zufriedenstellt und ich sage, das ist jetzt ein Bild, mit dem ich gut leben kann. Also, es geht weiter. Ist immer gut, wenn man ein bisschen weggeht. Man kann auch mal aufstehen. Und da sieht man immer ein bisschen mehr. Und noch besser ist, ihr habt einen Spiegel zur Hand und guckt euch das Ganze im Spiegelbild an. Da merkt man eigentlich am besten die Fehler. Falten folgen immer einer Logik. Und wenn das Licht drauf fällt, dann kann man diese Logik erkennen. Ja? Also dem Licht zugewandte Flächen sind hell, dem Licht abgewandte Flächen sind dunkel. Also sollte es immer auch so sein, dass man versucht, die Räumlichkeit dieser Falten zu erahnen, also auch wenn man so kleine Falten macht, wie ich die jetzt gerade mache, dass man wirklich versucht zu begreifen, wie der Knick ist. Ja, also hier ist vom Licht abgewandt, ist dunkel, hier kommt wieder ein Lichtpunkt und dann wird es wieder dunkel. Und wenn man sich das so sagt, dann läuft man nicht Gefahr, zufällige Dunkelheiten einfach zu übernehmen, ohne zu begreifen, warum die eigentlich entsteht. Also immer auch an den Raum denken, der von dieser Falte entsteht. So, und jetzt möchte ich schon mal etwas Licht ins Dunkel bringen und versuche jetzt schon mal sehr vorsichtig die hellen Töne rauszuarbeiten.
So, was ich jetzt gerade mache, ist, ich merke, dass das Papier das Weiß nicht so gut annimmt. Deswegen entscheide ich mich jetzt, über das ganze Tuch, auch wenn es im Schatten liegt, nochmal eine weiße Schicht drüber zu legen. So habe ich erstmal eine andere Farbigkeit gegenüber dem Grau in der Umgebung. Also ihr seht, ich habe ein technisches Problem. Ich kann nicht wirklich so decken. Das Weiß zeigt sich nicht richtig. Das Grau, was ich vorher im Tuch angelegt habe, war eigentlich schon zu dunkel. Und jetzt entscheide ich mich, dass ich über alles nochmal drüber weggehe und versuche daraus aus der Not jetzt eine Tugend zu machen. Und das ist auch eine Geschichte, die man vorher oft nicht überblickt. Und dann kann es passieren, dass man an einen Punkt kommt, der erstmal anders ist, als man sich vorgestellt hat, weil zum Beispiel der Bleistift zu hart ist, das Papier irgendwie falsch war und so weiter. Und das zeige ich. Ich hätte ja auch was Neues jetzt anfangen können, aber ich glaube, das wird hier für mich jetzt auch noch mal interessant, was ich aus dieser Situation mache. Also, ihr merkt, ich kämpfe mich aus dem Dilemma raus, weil ich merke, das Material macht nicht so mit, wie ich will. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass ich versuche, helle und dunkle Töne gegenseitig auszutarieren. Und das gelingt mir aber nicht in der Helligkeit, die ich dort habe, ja? Weil dieses Papier und dieser Stift, die arbeiten nicht so gut zusammen, dass dieses Weiß auch wirklich aufs Papier rübergeht. Deswegen versuche ich jetzt in einer anderen Tönung, aber das Prinzip, was ich dort sehe, trotzdem einzuhalten. Ich kann es nicht in der Extremität, aber ich glaube, es modelliert sich gerade etwas hier, was auf alle Fälle ein Faltenwurf ist, der dann vielleicht etwas dunkler rüberkommt, aber vom Prinzip das macht, was ich dort sehe. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wenn das Material manchmal nicht das macht, was ihr wollt, dann kann man nochmal zurückgehen und sagen, okay, dann nehme ich das, was ich sehe, nicht hundertprozentig als Ergebnis, sondern ich sage, ich versuche daraus, in dem, was mir das Material gibt, zu reagieren und trotzdem ein gearbeitetes Bild abzuliefern. Also man muss da nicht verzweifeln, man muss nicht sagen, ah, es geht alles nicht, sondern man sagt, gut, dann kann ich nur in dem Rahmen arbeiten, der mir zur Verfügung steht. Und nächstes Mal weiß ich, dass ich dieses Papier nicht mehr nehme, wenn ich mit Weiß höhen will, gerade mit solchen Stiften. Buntstift hat er überhaupt nicht angenommen und das nimmt er hier mit Mühe und Not an. Das bedeutet, das ist sehr, sehr glatt, was ich hier habe. Normalerweise sind diese getönten Papiere etwas rauer, aber wie gesagt, mir gefällt das trotzdem ganz gut. Und das vorhin noch anmutende Grau wird jetzt auf einmal heller. Ihr seht, jetzt kommt Licht in das Bild hinein und so langsam kommt es dorthin, wo ich es gerne haben will. Ihr merkt, ich habe mich jetzt mit dem Material, war ich nicht so zufrieden, aber ich habe mich gleich gesagt, na dann fange ich nochmal an, sondern ich habe gesagt, ich arbeite jetzt mal
mit dem Material, soweit ich komme. Und ich merke, das wird jetzt ein Bild, was in sich auch eine Rechtfertigung hat und eine Möglichkeit ist, das, was ich dort sehe, auch wirklich abzuliefern. Ich merke jetzt hier auch in der Vorzeichnung hatte ich einige kleine proportionale Fehler, die sich aber jetzt im Nachgang als nicht so ausschlaggebend erweisen. Und wie gesagt, wir zeichnen ja hier keine Fotografie, sondern versuchen das, was wir hier sehen, auch wirklich als schlüssiges Bild fertig zu bekommen. Ich denke, ich werde jetzt noch eine Weile hier dran weiterarbeiten und das Endergebnis werdet ihr dann ja sehen. Und was ich heute interessant fand, dass ihr auch gesehen habt, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Ja, es passieren manchmal Sachen, auf die man sich nicht eingestellt hat, aber im Prozess heraus kann man weiterarbeiten. Ihr habt gesehen, ich dachte, ich kann mit Grau vorarbeiten und dann mit Hell Höhen, aber dann habe ich gesehen, dass es nicht geht, weil das Hell nicht mehr so hell war, wie ich eigentlich dachte. Und dann bin ich über den ganzen Tuch und über den Stuhl nochmal drüber gegangen. Und habe das nochmal ein bisschen ins hellere, in helleren Generalton gebracht. Und so steht das ganze Gebilde, Stuhl und Tuch steht jetzt wirklich vor den anderen Grauwerten. Und hat jetzt auf einmal auch eine Leuchtkraft, die für dieses Bild eigentlich völlig ausreichend ist. Ja, ich werde jetzt noch ein paar perspektivische Linien nochmal ein bisschen korrigieren. Und dann wird das Bild auch fertig sein. Also, es braucht alles Arbeit, es braucht alles Zeit. Es braucht Aufmerksamkeit und es braucht vor allen Dingen die Dinge, die wir gelernt haben. Ja, also Perspektive, die ganzen Sehhilfen, ja, Restflächenvergleiche und so weiter, also Linien im Raum und so weiter, Messen. All die Sachen kann man hier anwenden. Und wenn ihr das vergessen habt, dann geht einfach wieder zurück in dem dementsprechenden Vlog, guckt euch das nochmal an und arbeitet in diesem Sinne einfach aufbauend aufeinander, sodass ihr Schritt für Schritt vorankommt. Und wenn ihr es heute macht, dann wird es ein Ergebnis haben. Und wenn ihr es dann vielleicht nächste Woche nochmal macht und übernächst nochmal macht, dreht es etwas und dann merkt ihr auf einmal, es gibt Fortschritte. Ihr merkt auf einmal, es passiert was. Wenn man es einmal macht und das vielleicht in 10 Minuten, na gut, das wird auch gelingen, dem einen oder anderen, aber den meisten wird es eben nicht gelingen. Ja, und wenn ich jetzt weiterarbeite, nochmal arbeite, nochmal arbeite, gelingt mir das mit immer wenigeren Strichen aufzubauen. Und das, was ich jetzt machen würde, nachdem ich diese Erfahrung mit dem Material gemacht habe, würde ich eigentlich von vornherein mit Weiß erstmal arbeiten und dann die Grautöne dazu tun. Also ihr seht, man lernt nie aus, man lernt immer was Neues kennen und es ist ein Prozess, der endlos ist. In diesem Sinne.